Natürliche Faktoren sind in hohem Maße verantwortlich für Klimaschwankungen. Im Folgenden werde ich Quellen von natürlichen Klimaschwankungen erläutern. Die folgenden Ausführungen habe ich folgenden Quellen, die ich auch textlich weitgehend zitiere, entnommen. Ich beginne mit den Erdbahnparametern. Als Erdbahnparameter werden die Eigenschaften der Umlaufbahn der Erde um die Sonne bezeichnet. Die Erde bewegt sich nicht gleichmäßig wie ein Uhrwerk um die Sonne, sondern weist aufgrund der Anziehungskraft durch andere Planeten und den Mond fast regelmäßige Abweichungen davon auf, die sich für die nächsten etwa 5 Millionen Jahre vorausberechnen lassen. Dadurch unterliegt auch die Strahlung der Sonne Richtung Erde gewissen Schwankungen, die sich wiederum auf das irdische Klima auswirken. So wird die eigentliche Ursache für die verhältnismäßig regelmäßigen Schwankungen zwischen Kalt- und Warmzeiten in Quartär in der Variabilität der Erdbahnparameter gesehen. Die erste Variabilität, über die ich sprechen möchte, ist die Exzentrizität der Erdbahn. Das sind 100 bis 400.000 jährige Zyklen. Die Erdbahn ist streng genommen kein Kreis, sondern eine Ellipse. Derzeit beträgt der Abstand im sonnennächsten Punkt, den wir Perihel nennen, 147 Millionen Kilometer und im sonnenfernsten Punkt, den Aphel, 152 Millionen Kilometer. Diese Exzentrizität der Ellipse, wie die Abweichung von der Kreisform genannt wird, verändert sich mit der Zeit. Im Augenblick ist sie schwach. Die Änderungen der Ellipsenform erfolgen nach einer komplizierten Überlagerung von 4 Zyklen. Dominant ist eben diese Schwankung mit einer Periode von 100.000 Jahren und eine andere mit einer Schwankung von genau gesagt 413.000 Jahren. Ich werde das im Folgenden aufmalen. Wir haben also im Zentrum die Sonne, dann haben wir hier die Erde und hier die Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Die hier skizzenhaft eiförmig, also exzentrisch, eingezeichnet ist. Doch dieser Grad der Exzentrizität ist nicht immer derselbe. Es gibt Situationen, die ich jetzt einzeichnen werde. Wo hier skizzenhaft die Erde in einer nicht ganz zu exzentrischen Kreisbahn sich um die Sonne bewegt. Dies ist gemeint mit der Exzentrizität. Der nächste Erdbahnparameter, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist die Neigung der Erdachse. Die Neigung der Erdachse unterliegt einem 41.000-jährigen Zyklus. Die Erdachse steht nicht senkrecht zur Bahnebene der Erde um die Sonne, sondern ist leicht geneigt dazu. Diese Neigung ist langfristigen regelmäßigen Veränderungen unterworfen. Sie richtet sich zeitweise steiler auf und stellt sich zeitweise schräger. Derzeit beträgt die Neigung der Erdachse, die die jahreszeitlichen Unterschiede der Tageslängen bestimmt, 23,5 Grad. Das ist sie jedoch nur alle 20.500 Jahre. Dazwischen wird sie alle 41.000 Jahre noch einmal mit einer Neigung von bis 24,5 Grad ganz schräg. Anderen Zeiten ist die Neigung der Erdachse nur mit 22 Grad relativ aufrecht. Ich zeige das an diesem Globus. Dieser Globus zeigt hier in seiner typischen Darstellung eine Neigung der Erdachse von 23,5 Grad. Manchmal ist es aber nicht ganz so stark geneigt, sondern vielleicht nur 22 Grad und in anderen Zeiten eben 24,5 Grad. Auf der Tafel lässt sich das folgendermaßen darstellen. Wir haben hier die Erde, deren Achse eben mit einem unterschiedlich starken Winkel zwischen 22 bis 24,5 Grad sich ändert. Der letzte Erdbahnparameter, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist die Präzession der Erdachse. Die Präzession unterliegt einem 23.000-jährigen Zyklus. Weiter verkompliziert wird die Sache dadurch, dass auch die Lage des Sommers und des Winters auf der Ellipse wandert. Heute ist, wie gesagt, die Erde der Sonne im Nordsommer am fernsten.
Vor 11.500 Jahren war die Erde im Nordsommer der Sonne näher als im Nordwinter. Die Periode dieser Wanderung des Perihels beträgt also 23.000 Jahre. Die Perihelwanderung ist eine Folge der Präzessionsbewegung der rotierenden Erde, die durch die Gravitationskräfte der Sonne, des Mondes und anderer Planeten des Sonnensystems auf dem schräg stehenden Kreisel Erde hervorgerufen wird. Ich werde versuchen, Ihnen das zu darzustellen. Hier auf diesem Globus sehen oder können wir erkennen, dass die Erde sich natürlich dreht um sich selber, aber zusätzlich zu dieser ständigen Drehbewegung haben wir in einer anderen Richtung eine Art Kreiselbewegung in einem langjährigen Rhythmus. Und dieser Kreiselbewegung, das ist das, was wir Präzession nennen. Auf der Tafel kann man das folgendermaßen darstellen. Wir haben hier unseren Globus, der dreht sich um sich selbst. Aber in einer anderen Richtung, in einem sehr langsamen Rhythmus, haben wir eben diese Kreiselbewegung, die wir Präzession nennen. In der Summe kommt es zu komplizierten Überlagerungen und Abhängigkeiten der einzelnen Effekte. So ist die Präzession von der Exzentrizität abhängig und verstärkt deren Wirkung, sodass der Wechsel von Warm- und Kaltzeiten im Wesentlichen die 100.000-Jahresperiode der Exzentrizität widerspiegelt. Neigung und Präzession sind für die globale Temperatur allein wenig wirksam, da die gegensätzlichen Wirkungen auf Nord- und Südhemisphäre sich im globalen Mittel aufheben und die atmosphärische und ozeanische Zirkulation für einen verhältnismäßig raschen Energieausgleich sorgt. Um eine Eiszeit herbeizuführen, ist aber nicht die mittlere Bestrahlung entscheidend, sondern die sommerliche Einstrahlung auf der Nordhalbkugel. Im Winter ist es ohnehin kalt genug für Eis in der Arktis. Wenn zusätzlich aber die Sommer so kalt sind, dass weniger Eis schmilzt, als sich im Winter gebildet hat, kommt es zu einer Eiszeit. Diese Erdbahnparameter werden zusammengenommen als Milankovitch-Zyklen bezeichnet. Im Unterschied zu den anderen Klimaantrieben können bei den astronomischen Bahnparametern zuverlässige Klimaprognosen über Jahrtausende hinweg berechnet werden. Das Erdklima ist jedenfalls auf eine allmähliche Abkühlung eingestellt, die aber, hier macht sich der 400.000-Jahreszyklus bemerkbar, wesentlich schwächer ausfallen wird als die letzten vier Kaltphasen. Man erwartet daher eine länger andauernde Warmzeit, ähnlich der vor rund 400.000 Jahren. Auch der 100.000-Jahreszyklus wird gegenüber den 23.000 und 41.000 Jahresperioden der Präzession und der Neigung der Erdachse ein wenig in den Hintergrund treten. Ebenfalls extraterrestrischen Einflusses und viel diskutiert ist die Einstrahlung durch die Sonne, die Solarkonstante, die genau dies nicht ist, sondern eben leicht schwankt. Die Änderungen der Erdbahnparameter sind für Schwankungen der Sonnenstrahlung auf Zeitskalen von mehreren tausend Jahren verantwortlich. Die Schwankungen der Solarstrahlung auf kurzen Zeitskalen von Jahrzehnten hängen dagegen von den Aktivitäten auf der Sonne selbst ab. In den letzten 1200 Jahren haben sich die Erdbahnparameter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wesentlich verändert. Unterschiedliche Sonneneinstrahlung wurde in diesem Zeitraum hauptsächlich durch eine verschiedene Abstrahlung von der Sonnenoberfläche verursacht, deren elektromagnetische und Partikelstrahlung gewissen Zyklen unterliegt. Von besonderer Bedeutung sind ein 11-jähriger und ein 80-jähriger Zyklus. Die Änderungen der Strahlungszyklen sind jedoch verhältnismäßig klein und besitzen daher auch nur geringe Auswirkungen auf das Klima. Die mittlere Sonneneinstrahlung an der Obergrenze der Atmosphäre beträgt 239 Watt pro Quadratmeter. Die 11-jährige Schwankung bewirkt daran eine Änderung von 0,17 Watt pro Quadratmeter oder 0,07% zwischen Maximum und Minimum. Von größerer Bedeutung sind längerfristige Änderungen der Strahlung über mehrere Zyklen hinweg. So wird über die letzten 30 Jahre eine Änderung von 0,017 Watt pro Quadratmeter pro Jahrzehnt angenommen. Zum Vergleich ist der Strahlungsantrieb durch die Treibhausgase mit 0,3 Watt pro Quadratmeter pro Jahrzehnt in diesem Zeitraum etwa 17 Mal höher. Auch die längerfristigen Trends der Solarstrahlung sind in der Größenordnung von Jahrhunderten relativ klein in der Wirkung. So wird vom IPCC 2013 die Zunahme der Solarstrahlung seit 1750 auf 0,05 Watt pro Quadratmeter geschätzt.
Der anthropogene Strahlungsantrieb durch langlebige Treibhausgase beträgt dagegen 2,83 Watt pro Quadratmeter.